Moin Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play GTA 2. Wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Wir sind jetzt in Oschers Leben. Ich habe einen Ken Block in meiner Rennfahrerliste links drin. Nein. Wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Absolus ist wieder mit dabei. Heyo. Und wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, wird der liebe Tutsi aus der letzten Folge wieder reinschneiden. Family Business und so. Für zwischendurch habe ich eine Flasche Captain Morgan White Rum. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Naja, wir müssen jetzt hoffentlich. Ich hoffe, dass ich das Rennen diesmal nicht wegschmeiße, Alter. Wenn ich das jetzt wegschmeiße, bin ich echt doof. Oder ich bringe es irgendwie zustande, dass der Zweitplatzierte in der Fahrerwertung seinen Keine Wagenschrott Punkte kriegt. macht. Genau, seinen Wagenschrott kriegt oder nur maximal einen Punkt kriegt. Aber so weit wollen wir es ja nicht kommen lassen. Wir wollen ja fair und square fahren. Sagt der, der seinen Wagen die ganze Zeit schrottet. Ne? Wäre alles gut gelaufen und so, wäre ich ja im letzten Rennen noch Sechster geworden. Oder Siebter, sagen wir es mal so. Aber trotzdem, da hätte ich wenigstens noch 3 Punkte reingeholt. Na egal, wir begeben uns jetzt erstmal mit dem Qualifying hier ab. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Punktekonstellation, die da momentan vorherrscht. Oh ja, du sagst es. Ich meine, dass ich Weil wir. überhaupt noch Erster geworden bin. Ja, wie Und gerade sagen, dass du die Erste geblieben bist, ist. das ist echt schon ein Wunder, weil normalerweise, da ich das Rennen komplett weggeschmissen habe gerade. Was heißt gerade? Ja, wir haben immer noch denselben Tag. Wir haben heute den 19.08.2015, wenn ich mich jetzt nicht recht entsinne. Heute ist da ja irgend sowas. Heute ist der ja irgendwie sowas, genau, jetzt wisst ihr das. Das ist das Datum. Warte mal, heute ist der 19. August. Ja, genau. Nee, auf jeden Fall. Da habe ich das Rennen komplett weggeschmissen. Gerade. War echt mies. Aber dass ich Erster geblieben bin, das hat mich jetzt echt von den Socken gehauen. Mich fasziniert es irgendwie auch total, aber ja, es ist Jingy, also wird schon schief gehen. Ihr werdet ja sowieso das Rennen dann dementsprechend dann später sehen. Ja, also ihr seht es ja jetzt schon, aber ihr meint es nicht, deswegen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wird Absolus diese Folge erst später In sehen. ein paar Wochen sehen. Genau. Dafür spielt Absurdus jetzt gerade Far Cry 4. Genau. Also kein Wow. Let's Play, weil das tue ich euch garantiert nicht an, aber hey. Warum? Meine Shooter-Künste, guten Morgen. Ja und? Dann lernt's es. Ich habe gerade dreimal mit dem Wurfmesser daneben geworfen. Hey, das muss man erstmal können. Etwas daneben geworfen. Da ist er. Habe ich ja gesagt. Guten Tag. Guten Tag. Frage ist nur, kriege ich die Wurfmesser-Speed oder nicht? Eher nicht. Die sind geizig. Kennst du doch. Holla, die Waldfee. Was war das denn jetzt? Eine Waldfee. Lol, Alter, ich bin voll am Boden stecken geblieben, obwohl da nichts war. Okay. So als ob da irgendwie eine Kante wäre oder so, obwohl das eigentlich alles flach war. Brachland. So flach wie meine Witze. Nicht nur so flach, aber sag das lieber nicht zu einer Frau. Leck ist eine Geschelle, Alter. Aber sowas von, Alter. Die Schelle deines Lebens. Alter, ich glaube, da darfst du die nächsten paar Wochen im Krankenhaus liegen bleiben. Und dann auf dem Sofa pennen. Bin ich froh, Wenn du dass Glück meine hast. Freundin zockt und den Humor versteht. Ja, aber Ja. das ist ja nicht nur das Einzige, ne? Was? Ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich nichts wissen, wovon du sprichst. Oh.
Oh Gott. Hisst die weiße Flagge, wir sinken. Helft uns. Sehr geehrte Damen und Herren. Wir sinken. Sehr geehrte Gäste des Schiffs MS Niveau, wir haben gerade unseren Zielort nicht erreicht, jedoch befinden wir uns im Landeanflug. In Richtung Meeresgrund. Okay. Ich frage jetzt einfach ganz doof, ihr seid jetzt nicht gerade am Aufnehmen, oder? Mit einer Zeiche mit einer. So geil! Ich dachte, das würde nicht nochmal passieren. Geil, ohne Scheiße. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass das nochmal passieren würde. Alter, er hat's geschafft. Ich frag doch nur. Ich war doch AFK, Mann. Vor allem fragst du halt immer dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn die Kronzoten schon draußen sind. Oh Scheiße, Alter. Das ist zu gut, ohne Scheiß. Warte mal. Ich feier das. Ohne Scheiß. Oh Gott, nein. Ich weiß nicht, zu welchem Gott du betest, aber der zu dem. Na gut, ich bete generell zu keinem Gott, aber der hat es auf jeden Fall gerade zugelassen. Oh Gott, Scheiße, Alter. Er hat es tatsächlich geschafft, nochmal zu fragen, Alter. Alle Kundige sind drei. Na, noch was? Das zweite Mal. Dazu sage ich nur Riesen-Marshmallow. Dass du Marshmallow bist, ist mir klar. Nein, ich esse gerade welche. Das kann dauern, du. Das kann jetzt echt dauern. 20 Runden, Alter. Aufpassen! Ja, viel Spaß. Gelb in Sektor 1. Den werd ich haben. Danke auch. Dafür, dass ich den gedreht habe, bin ich noch recht gut weggekommen. Ohne Strafe? Ja. Danke. Und sogar ohne? Ja, gut, sagen wir mal, ohne große Schäden kann man nicht wirklich so bedenken. Uiuiui. Ui, ui. Okay, jetzt habe ich es weggehauen. Ich starte das nochmal neu. Nee, kannst du vielleicht auch nochmal neu starten. Ne, mach ich nicht. Das ist mir zu schade mit der Frage. Oh. Es ist eigentlich eine Katastrophe, aber. Was irgendwie genau? Naja, das Chaos, das wir jedes Mal anrichten. Ihr richtet das Chaos mit dem Reden an, ich richte das Chaos mit dem Rennen an. Und ich bring die Lacher in die Runde. Ja, ihr habt jetzt ernsthaft jetzt. Das ist nicht euer Ernst. Doch. Ja, alles klar. Ich klatsch dir gleich ein paar, du scheiß Co-Moderator da. Box-Moderator. Zwei Strafen hintereinander und der eine sogar auf der Start- und Zielgerade, obwohl ich keine andere Wahl hatte, als auszuweichen, weil Bremsen wäre sowieso in den Totalschaden gelandet. Dass man den Spiele machen. Ja. Du hast das ja auf Video. Es gibt nicht mehr diese Bim-Studios. Das ist ja erstmal egal. Naja gut, sagen wir es mal so, diese gibt's nicht mehr. Simbim-Studios gibt's nicht mehr. Es gibt. Die heißen jetzt mehr. Anders. Alter, versau mir nicht die Pointe. Die heißen ja jetzt aktuell Sektor 3 Studios. Und ja. Siehst du, da musst du zu Sektor 3 Studios. Ich kenne nur die Sektor 5 Studios, weil die damals Star Wars Spiele gemacht haben. Die hieß der Factor 5, Verzeihung. Filme Star Wars sind cool, die Spiele sind, naja, nicht genug. Nennen wir es so. Die Filme waren cool, wirklich. Die Spiele kenne ich nur, keine Ahnung. Die Old of Public, ich weiß gerade gar nicht. Die Spiele kenne ich nur Star Wars Battlefront 1 und 2. Naja, Star Wars gab's verdammt viel. Ich kenne die ganzen Jedi Knight Spiele zum Beispiel.
oder was gibt's da noch? Republic Commando und ja, das ganze neue Online-Spiel, The Old Republic. Ja, The Old Republic. Richtig, richtig. Ich hab's einmal angezockt mit dem Kumpel. Gut, das Ding haben sie echt kaputt gemacht, von daher. Wieso? Und das du hast da eine Zeit lang gezockt? Ja, das, aber das haben sie echt kaputt gemacht, das ist. Was da richtig krass war, direkt ein Kumpel von mir hat sich genau zum Release geholt. Und 3 Tage später waren die ersten schon Max Level. Ernsthaft? Ja, weil du ja Pre-Zugang haben konntest auch. Okay. Nee, die sind wirklich von 1 gestartet und dann peng, peng, peng in 1 durch. Ja, also ganz ehrlich, wenn mir das anschaue, es gab ja auch in WoW beim letzten Release vom Addon von Warlords und Trainer gab es am ersten Tag 2 Stunden nach der Veröffentlichung schon Leute, die Max Level wieder waren. Alter, das ist nicht. Das ist doch. Das macht auf Dauer keinen Spaß, oder? Nee, definitiv nicht. Wenn du da schon Leute hast, die dann schon nach 2-3 Tagen ungefähr schon wieder Max-Level sind, entweder nach 2-3 Stunden, verzeih mal. Alter. Wie will man das überhaupt schaffen? Nach 2-3 Stunden? Ist das überhaupt möglich? Ja, es ist möglich. Wenn du es direkt online pre-orderst und gleich, wenn es veröffentlicht wird, zockst. Also beim letzten Addon jetzt war es ja so, du musst es nur 10 Level hochspielen. Wenn du genug Buffs hast und die ganzen Ahnenwerkzeuge und so, ich kenne das ja ein bisschen, weil ich jetzt selbst gespielt habe auch, dann geht das. Also es ist machbar. Ja, aber es ist irgendwie auch scheiße zum Teil. Ich bin nochmal AFK. Für die Spieler, die das normal zocken. Ohne Pre-Order. Klar, aber das ist jetzt, warte, das ist jetzt im Prinzip der perfekte Vergleich schon wieder. Das ist genauso wie mit dem neuen Need for Speed. Der Most Wanted BMW M3 ist jetzt im Prinzip, ja danke, toll, jetzt darf ich das Rennen wieder neu starten. Der ist in dem Hauptspiel selbst jetzt zwar enthalten, aber wenn du dir das vorbestellst, dann kriegst du den sofort zum Start deiner Rennfahrerkarriere. Ja. Und damit kannst du dann die komplette Karriere durchspielen. Und genau das finde ich scheiße. Das ist schon wieder unfair für die Leute, die das nicht vorbestellen wollen oder können oder wie auch immer. Klar, du kannst dir den dann später nachtunen. Klar geht das. Aber du hast... Aber ganz ehrlich, die ganzen Vorbestellerboni setzen ist sowieso eine Katastrophe. Jeder Entwickler setzt auf Vorbestellerboni, weil die Leute das vorbestellen wegen den Boni und nicht, weil sie das Spiel haben wollen. Richtig. Es ist eine Katastrophe, weil, naja, wenn ich ein Spiel vorbestelle, wie zum Beispiel bei mir jetzt Anno oder so, dann weiß ich halt, ich will das Spiel haben und ich werde da viel Zeit reinstecken. Aber ich würde zum Beispiel nie auf die Idee kommen, mir ein WoW-Addon oder so vorzubestellen, weil ich das sowieso nicht so lange spielen werde oder würde oder so drastisch dringend spielen möchte. Oder ich würde auch nie auf die Idee kommen, dass ich mir, blöd gesagt, Call of Duty oder lass es ein Battlefield oder ein Command & Conquer sein oder so vorbestellen, weil ich auf die Dauer keinen Bock habe. Ich habe mir Far Cry 4 auch nicht vorbestellt, das habe ich sogar gesponsert bekommen, weil ich bei einem Betrieb ausgeholfen habe. Also privat gesponsert, nicht für Videos oder so, sondern weil die Typen da sehr okay sind und gesagt haben, okay, du hast uns jetzt geholfen und du kriegst es. Aber hätte ich jetzt zum Beispiel das Geld, würde ich auch sagen, ich bestelle mir Anno zum Beispiel vor, weil wie man in unserem Anno Let's Play Together sieht, wir beide lieben Anno, ohne Ende. Nur bei mir fehlt halt eben das Kleingeld dafür. Ja, und 2070 hat am Anfang sowieso keinen Multiplayer, das heißt, das wäre sowieso... Wir reden hier von 22.05, deswegen. Verzeihung. Weil es hat am Anfang, wie gesagt, keinen Multiplayer, das heißt, das müssten wir sowieso irgendwie... Ich dachte, das hätte von Anfang an Multiplayer dann dabei. Nein. Warum? Nein. Ja, weil sie dieses Mal halt wieder den Multiplayer weggelassen haben und dafür eine ordentliche Kampagne reingesetzt haben. Okay. Also Kampagne im Sinne von Aneinanderreihen der dynamischen Aufgaben. Na gut, den Endlos-Spieldings, da gibt's ja auch wieder, von daher. Genau. Aber ich habe die ersten Aufgaben von diesem Spielmodus schon angesehen und ich muss sagen, ja, es ist okay. Naja, du klangst auch recht zufrieden laut deiner Videos.
deswegen. Recht zufrieden. Möchte es jetzt schon haben. Ja, schon, aber ganz voll überzeugt warst du trotzdem irgendwie nicht. Zumindest klang das für mich so. Du hättest schon ein paar Sachen mehr gehabt. Hundertprozentig. Ich hätte ganz gerne gehabt, dass die Züge mehr Einfluss aufs Spiel haben. Aber hey, man kann nicht alles haben und sie haben sonst alle Wünsche irgendwie erfüllt. Und ja, manche Dinge bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil sie komplett neu sind. Zum Beispiel... die Mondbesiedlung? Na, das weniger. Das finde ich gut, weil das ist ja im Prinzip nur wie bei der Tiefseebesiedlung. Nur halt diesmal in die andere Richtung. Und es ist ein bisschen komplexer, weil du halt die Raketenbasis ausbauen musst am Anfang. Das würde das sofort auf dem Mond, kannst du sowieso nicht. Genau. Du musst halt den Aachen-Ersatz mehr oder weniger auf Stufe 3 ausbauen von 4, damit du überhaupt auf den Mond kannst. Du kannst dort mit einer geringen Wahrscheinlichkeit schon mit Stufe 2 auf den Mond, aber meistens landest du damit halt zum ersten Mal in der Arktis und das ist halt irgendwie gut, weil du hast halt nicht immer dieses hundertprozentige Erfolgserlebnis und denkst dir so, ah, versuche ich nochmal und will nochmal rein und es motiviert halt einfach ein bisschen länger zum Spielen. Wo wir jetzt gerade mal dabei sind mit Anno. Es gibt ja jetzt mittlerweile schon Anno 2070 Mods. Ja, da gibt's genug. Der Ark-Mod ist ja lang genug schon da. Okay, den habe ich davon noch nichts gehört, deswegen. Ich spiele nur relativ selten Anno mit Mods. Weil mir das Hauptspiel schon ziemlich gut gefällt. Wobei der Mod halt auch verdammt gut ist. Kannst ja jetzt teilweise die Unterwassergebäude kannst du jetzt auch überirdisch bauen. Das ist ja bei der Mod auch so, deswegen. Naja, deswegen, ja. Und das ist schon praktisch, finde ich. Praktisch. Ich finde es halt irgendwie, es wird zu leicht dadurch. Ja, und ich hab den Artikel wegen der Mod zum Beispiel bei Computerbildspiele gesehen. Und auf Facebook. Und da haben sie dann auch vorgestellt, von wegen, wie man sich am schnellsten Geld macht, wenn man Geldnot ist, mit Cheat Engine und alles. Da habe ich mir gedacht, WTF, man kriegt schon sowieso schon viel zu viel Geld in den Arsch geschoben in Anno 2070. Das ist allerdings richtig, ja. In den anderen Annos, ja, in den vorigen Annos, in 14.04, in, ja gut, 14.04, je nachdem, wie du gespielt hast. Aber, ganz ehrlich, 15.03, wenn du Straßen baust, dann lassen wir es mit dem Geld mal. Ja, aber, ja. Sonst. aber in 15.03 hattest du schon teilweise irre Probleme mit Geld. Na, du musst jetzt wissen, wie. Es war also aber zum Teil schon schwierig, sagen wir es mal so. Du hast in 15.03, nachdem es keine dynamischen Events gab, eine positive Bilanz aufgebaut, hast das Spiel in 1.8 laufen lassen und hast es dann endlos weiterspielen können. Ja, gut, dann. Aber soweit habe ich nie gedacht, von daher... Wisst ihr, ich schon. Na gut, ich habe auch selten Routen gebaut, ne? Ich hab's auch sehr selten ausgenutzt, weil die Kampagne, da ging es ja sowieso nicht, aber im Endlosspiel war das schon teilweise sehr nützlich, also... Ja, naja, aber jetzt lassen sie uns wirklich zappeln wegen Anno. Need for Speed ja auch im Prinzip. Was kommt noch? Star Wars Battlefront? Nee, Battlefront schaut gut aus. Aber? Ich hab irre viel Angst vor diesen Raumschlachten. Die werden sie nicht hinkriegen, fürchte ich. Der Todesstern gibt's ja auch nicht. Das ist aber gut. Weil? Weil der Todesstern einfach zu übermächtig wäre. Wäre aber lustig. Das könntest du als Superwaffe einsetzen, die du vielleicht einmal alle 5 Missionen oder so benutzen kannst. Aber auf keinen Fall als reguläre Waffe. Stimmt. Dazu ist das Ding zu überpowered. Viel zu überpowered. Und wenn sie es schwächer machen würden, würden sie sowieso dann die ganze Fangemeinde dagegen sprechen. Das war ja zum Beispiel auch in, wie hieß das, Empire at War, das Strategiespiel dazu. Ach, das, da war, ja. Da war der Todesstern ja im Prinzip eine Superwaffe, mit der du mal so spontan einen Planeten wegknallen konntest, den du vielleicht vorher sogar schon besetzt hattest.
Aber ne, eher nein. Es kam nie sonderlich gut an und es wurde kaum verwendet, außer von denen, die wirklich so übertrieben zerstörungs- oder machtgeil waren, dass die das irgendwie einfach nur ausnutzen wollten, die Macht zu demonstrieren. Aber gibt's genügend von. Weiß, aber wir machen's nicht. Also ich hab's nie aus Machtgründen gemacht. Ich hab's einmal gemacht aus Verzweiflung, weil ich gegen eine überlegene Streitkraft einfach nur gestanden habe und keine Chance gehabt habe mehr. Aber im Normalfall. Gut, wobei ich da einen Haufen Misswirtschaft betrieben habe, weil wenn du das Imperium mal unterlegen bist, Ach komm schon wieder in dieser Kurve rausgerutscht. Tja, so ist das. Bebe. Jo, danke. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Weil ich muss noch Essen kochen und das könnte auch passen. Sag ich ja, Family Business und so. Ja. Anders als gedacht. Jo, spricht auch nichts gegen. Gehört nö, ist ja alles in Ordnung. Gut. Dann sag ich mal tschö, man hört sich. Jo. Dann macht das. Tschö. 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 War zwar jetzt unerwartet, aber hey, egal. User disconnected from your channel. Ja, unerwartet, aber das ist halt das Leben eines Players. Ja, richtig. Habe ich ja auch einmal, glaube ich, eine Aufnahme habe ich das, glaube ich. Doch, habe ich schon mal, glaube ich, gemacht, oder? Bei dir? In 2070, ich glaube, du bist einmal bei einer 2070 Aufnahme, wo du Co-Moderator warst, bist du abgehauen mal. Genau, richtig, ich erinnere mich. Na, es war echt mies an der Stelle, weil ich wollte eigentlich nicht weggehen, aber ich musste leider. Ja, da kannst du nichts für, das ist live. Ja. Ja, fast, aber ja. Stimmt, Gamer haben ja kein Live.